Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors 2. Ja, es gibt die Torte zum 5. Jahrestag. Komischerweise habe ich die auch nur in dieser Base hier. In meinen anderen Dörfern habe ich die noch nicht. Das liegt ja wahrscheinlich daran, dass man nur 40 Items hier haben kann, also 40 Hindernisse. Und ernte die ganz, ganz selten ab. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das mag, wenn diese Bäume hier am Rand rumwachsen und mit dem Schief... Das ist mir das eh egal, da bleibt die Torte hier stehen. Aber um was geht's eigentlich heute? Es geht natürlich darum, dass es hier wirklich, wirklich steil bergauf geht. Also ihr seht schon wieder zwei Siege hier. Das ist echt krass. Und auch der letzte Gegner, ein Clan Level 9 Gegner, hat so ein bisschen, ja, ich hätte fast gesagt, kapituliert. Aber ihr seht, dass hier oben wurde schon nicht mehr angegriffen. Meine Base wurde zwar noch gedreiert, aber naja, das lasse ich so. Ich nehme das mal hin von diesem RH9 hier. Viel, viel besser haben wir das hier gemacht. Es sind echt nicht mehr viele Sterne offen. Hier nehme ich nur 1, 2, 3, 4 Sterne auf 75. Und dann wäre das hier, wäre der Sack hier richtig zu gewesen. Aber wir schauen hier mal richtig tief rein heute. Mal wieder so ein bisschen, wie soll man es sagen, 5 Jahre Clash of Clans. Ich spiele jetzt seit knapp 2014 die Spiel. Also ich bin etwas später eingestiegen, weil der Account, dieser hier ist ja sowieso von mir mal gemacht worden. Einfach so aus der Laune heraus habe ich mir gedacht, ich schnapp mir nochmal oder mache mir mal einen RH irgendeinen Account. Und war mit diesem Account ja lange in einem Clan im Ausland, in Bangladesch nämlich. Bei den Bangladesh Warlords, so hießen sie, die haben mich als RH7 mal eingeladen und der Einladung bin ich damals gefolgt mit dem Schief-Account, beziehungsweise nee, war gar nicht mit dem Schief, entschuldigt, das war mit dem Avatar und so habe ich eigentlich dann begonnen und zeitgleich oder parallel habe ich natürlich den Thorsten dann weitergespielt, den haben ja meine Kinder angefangen und deswegen, das ist so ein bisschen ja hier so Urgestein Clash of Clans, schön mit den eigentlich mit den ersten Truppen, die man so in den ersten Dörfern bekommt. Riesen, Magier, Loons sehe ich hier. Schön die Heilzauber. Und der Prinz Arthur hat hier natürlich auch schon King. Jetzt klingelt gerade mein Telefon. Das muss ich aber leider abwürgen. Ja, das muss ich eben mal abwürgen. Das ist immer doof. Ich vergesse das auch jedes Mal in der Aufnahme, das Ding wenigstens abzustellen. Aber echt schönes Ding hier. Vom Prinz Arthur ist es ja. Ist ja gar nicht der King Arthur, ist der Prinz Arthur. 23:25 Uhr. Souveräne 3 Sterne hier an der Stelle. Oh, ich hab mir den Krieg hier nicht wirklich angeguckt. Ihr habt ja gesehen, ich gerade jetzt vor meinem bestehenden Urlaub. Gibt es natürlich auf der Arbeit immer reichlich zu tun, denn so ein bisschen will man ja vorarbeiten, man möchte nicht, dass die Kollegen dann in dem Urlaub so viel zu tun haben und also mit den Sachen, die ich dann übergebe, was ich nicht geschafft habe oder was man beobachten muss und deswegen habe ich auch, ja, ich habe auch eigentlich reichlich zu tun, auch wenn ich teilweise hier im Homeoffice sitze, komme ich natürlich nicht dazu, hier mal so ein bisschen was zu gucken, sondern konzentriere mich dann auch ganz, ganz stark auf meine Arbeit und versuche da viel abzuarbeiten. Das machen meine Kollegen dann an der Stelle auch, wenn sie in Urlaub gehen. Aber mein Urlaub, wenn ihr dieses Video seht, also Samstagmittag, ist angefangen. Am Freitag war mein letzter Arbeitstag und ihr habt die Folge am Freitag ja gesehen bei den Newbies, also ich bin da immer noch. Und da habe ich immer noch Spaß mit dem RH9er. Deswegen bin ich auch nicht wirklich dazu gekommen, hier in diesem Clan so ein bisschen was zu reißen, beziehungsweise so ein bisschen was zu machen. Ja, ich habe hier auch ein bisschen was gemacht. Ich habe gesagt, komm, einen Angriff mache ich wenigstens hier auf diese Base hier. Ich habe dann den zweiten Angriff irgendwie verpennt, zeitmäßig. Ist halt so. Und hier aber ein lupenreiner Gohok, ihr kennt das von mir. Das mache ich eigentlich nach wie vor mit dem R8 hier am liebsten. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich vielleicht mit dem R8 ein bisschen höher gehe.
auf doch mal eher H9 und dann ziehe ich mir halt einen 8er noch nach. Ihr kennt ja alle nicht wirklich meine Accounts. So ein paar schon, aber ein paar auch nicht. Und deswegen lasst euch einfach überraschen im Laufe der nächsten Monate, was da noch wieder auf euch zukommt oder was auf Neues auf mich zukommt. Aber trotzdem haben wir hier einen schönen, denke ich mal, gehockt gehabt. Ja, die Base nicht ganz maxed. Die Kanonen hier nicht, der Flächenschaden nicht. Und auch ja die Tesla und Bogen schützen Türme sowieso nicht. Und deswegen relativ leichtes Spiel hier auch dann mit dem King in der Mitte. Hier sind noch reichlich Hocks über, denn gerade bei so einem Gohock, da musst du reichlich Hocks am Ende über haben, die dann fürs Cleanup sorgen. Denn in der Regel hat man ja relativ wenig Cleanup-Truppen dabei. Ich habe manchmal ja ein paar Bogenschützen dabei oder so, aber eher selten. So, dann schauen wir ein bisschen höher hier auf den Freiwild. Also wie gesagt, ich gehe jetzt wirklich ganz, ganz nackt hier durch diese Folge hier. Oh, da hat er ein Loch entdeckt. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich super. Und mal gucken, wie er hier jetzt weiter vorgeht. Ah, okay, er macht hier normal weiter mit seinem Gohock auf die Base hier. Also auch schönes Ding, denke ich mal. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich hatte mich ja mit anderen, nicht Dingen beschäftigt, aber auch mit euren vielen, vielen Kommentaren. Also seht es mir nicht nach, wenn ich gerade unter diesen ausgerastet Video nicht jeden Kommentar mehr beantworten konnte, denn da habe ich ganz, ganz viel positive Resonanz von euch erfahren. Vielen Dank nochmal dafür, klar stehe ich darüber. Ja, so ein bisschen ist das Ganze von mir natürlich, ich will nicht sagen aufgespitzt worden, aber es hat mich schon ein bisschen nicht berührt, es ging mir einfach nur auf den Sack. So will ich das mal sagen. Schönes Ding, schön entkernt, die Base hier mit den Hocks. Und jetzt hat er auch hier, ihr seht's, auch hier macht's einfach die Masse an Hocks, denn die werden auch diesen springenden King, der jetzt zwar den Hocks hier nacheifert, aber guck mal, wie viele da noch sind. Ja. Also kein Thema, das ist jetzt nur noch mal eben mal auf den King gegangen. Die gehen auch gar nicht zurück. Der King widmet sich erstmal der Queen hier vom Freiwild, aber die ist auch schon 30, sehe ich gerade. Ich verpasse hier so viel. Also ich muss hier wieder öfter online sein, um hier so ein bisschen noch an der Fahne zu bleiben, um mit euch weiter zu clashen, denn es sind ja ganz, ganz viele von euch hier in diesem Clan. Das freut mich ganz besonders. Der Clan ist auch nach wie vor pickepacke voll. Geht jetzt richtig gut auf den Weg nach Clan Level 5. Also das hoffe ich, dass wir das cool erreichen, denn die plus 1 gespendete Truppe, also nicht plus 1, sondern plus 1 Level, die tut hier dem Clan dann nochmal richtig gut. Ich denke mal dann von 5 bis 10, dann wird das hier ein Raketenclan. Und das ist echt cool anzugucken hier. Da war es vorbei. Da waren schon die 100%. Die hat dann jemand schon in die Ecke geholt. Also wirklich krasses Ding hier vom Freiwild. So, wir sind noch ein bisschen höher. Ragnar. Ragnar kennen wir. Das ist unser Chef drüben im TW1. Hocke. Und hier nach wie vor mit seinem 10er King und 10er Queen. Ja, das passt aber. Die Range ist immer noch gut. Also der Hocke hat ja auch nicht so eine super starke Base. Und die RH9er sind hier aber in diesem Clan auch so ein bisschen das Standbein, denke ich mal. Sind so ein bisschen die Zugpferde für diesen Clan hier. Denn es sind wirklich klasse Leute hier. Also wir haben auch schon ein bisschen überlegt, ob wir nicht den ein oder anderen mal zu uns nach TW1 holen. Und dann, ich habe aber gesagt, ja, das haben wir schon mal überlegt. Nur die 9er sind hier natürlich auch im TW2. Die fehlen dann hier irgendwo. Und das möchten wir natürlich auch nicht, denn gerade hier oben im RH9-Bereich, da entscheiden sich hier, denke ich mal, die CKs. Wir haben ja nur ein, zwei RH10er, wenn überhaupt dabei. Und deswegen wird hier ganz, ganz viel im RH9-Bereich entschieden. Und daher brauchen wir hier im Moment nichts. Der Clan ist pickepacke voll, aber im TW1, da brauchen wir RH9 vor allen Dingen nach. Vor allen Dingen nach meiner Aktion der Entlasswelle, hätte ich mal fast gesagt. Es sind nicht alle wiedergekommen, aber so ein paar sind wieder da. Im Moment sind wir nur 28, also da brauchen wir aber. Wir haben diskutiert, ob wir nicht doch wieder RH8er mitnehmen, aber da müssten wir mindestens 10 RH8 bei uns haben, um in den Kriegen nicht ganz so ein Mismatch zu bekommen. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen nach wie vor ab RH9 mit einer guten Heldenkombi, also 20-20.
wenn jetzt einer kommt und hat da eine Heldenkombi von 1818 und 700 CK-Siegen, dann sagen wir auch nicht nein. Ja, also da sind wir dann auch nicht ganz so wählerisch, weil wir dann sehen, oh Mensch, der hat ja nicht 20er Helden im RH9-Bereich, aber 700 CK-Sterne. Das ist natürlich auch schon nett. Und dann weiß dieserjenige auch, wie man Clash of Clans spielt und wie man Clankriege gewinnt. Also super Ding hier. Und echt schön gemacht. Ja, ob ich heute Abend streame, das weiß ich noch gar nicht. Denn ich hatte ja mal in der Woche angemerkt, dass ich so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich nicht den Samstagstream auf Sonntags verlege. Und wir uns dann, ja, wie gesagt, dann natürlich nicht am Samstag sehen, sondern dann eher am Sonntag. Aber das weiß ich noch nicht. Da lasst euch einfach überraschen. Nach wie vor kriege ich es ja nicht auf die Fahne, das bei YouTube oder bei Twitch zu planen. Da fehlt mir einfach, ich muss mich da mal tiefer einlesen. Ich muss mir jetzt mal die Zeit im Urlaub nehmen, mich da ein bisschen tiefer einzulesen bei YouTube und auch bei Twitch, wie ich Events plane und ihr das dann auch weit ab vorher seht. Also dann läuten sicherlich auch eure Glocken. Und ja, wie gesagt, ich habe da bisher nie so die Muße gehabt und die Zeit so gehabt, denn ich habe mich einfach dann vor den Rechner gesetzt, weil ihr, wenn ihr es wisst, Toto kommt am Samstag, dann ja, dann seid ihr einfach dabei. Dann komme ich mal um 9 oder um 9:30. Das ist dann, glaube ich, eher egal. Aber wenn ich das natürlich schön planen kann, dann ist das natürlich umso schöner. Ich muss das einfach mal gucken. Jetzt in der ersten Woche, wo ich jetzt Urlaub habe, da habe ich mit meinen Jungs noch alleine Urlaub. Das heißt, wir fahren erst die letzten 2 Wochen, wenn überhaupt, weg. Meistens ist es bei uns nämlich so, dass wir sagen, wir fahren nicht weg. Und dann sind wir plötzlich doch 7, 8, 10 Tage weg. Also eher kurzfristig noch irgendwas irgendwo gebucht. Und so wird das, glaube ich, auch dieses Jahr sein. Wir haben mal wieder was im Plan. Ihr wisst es sicherlich nicht. Ich war früher mal ganz, ganz stark aktiver Windsurfer. Und es gibt in Deutschland eigentlich eine Insel, die hat um die gesamte Insel herum alle Reviere. Das heißt, du hast Welle, du hast Flachwasser, du hast Speed, Pisten, du hast ja auch viele Algen, gar keine Frage. Und wer es vielleicht kennt, also ist eine Ostseeinsel, wo natürlich immer Wasser ist, man braucht nicht auf Wasser warten. Dort war ich immer sehr, sehr gerne zum Windsurfen, weil, wie gesagt, je nach Wind und Wetter fährt man dann einfach an die Ostküste oder an die Westküste und lässt es sich auf dem Wasser gut gehen. Und das machen wir dieses Jahr. Ja, ich denke mal, das wird es auch wieder. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze weiter so gestalten. Aber hier schöner Angriff vom, ich weiß gar nicht, wer heißt, Zorconi. Ist auch ein starker RH9, habe ich hier gesehen. Und mittlerweile auch ältester, also auch was das Ranglistenverhalten hier angeht, ist es doch sehr eindeutig, was wir eigentlich machen. Jeder, der hier, ich sag mal, ganz ordentliche CKs hinlegt, CK-Angriffe hinlegt, der wird der ältester. Das hat einfach den Grund, so ein bisschen disziplinarisch, dass wenn mal jemand dann nicht angreift, es verpennt oder was auch immer, dann ja, dann schmeißt man erst nicht raus, sondern ja, wir degradieren dann erstmal, hinterfragen, was war los. Oftmals ja irgendwas im RL. Ja, jetzt werden wieder viele fragen, was ist eigentlich RL? RL ist Real Life, also im echten Leben. Und ja, da kannst du immer irgendwas haben. Ich ja auch. Ich habe im Moment einfach wenig Zeit. Habe jetzt auch meinen zweiten Angriff mit dem Barfuß nicht gemacht. Aber ich zeige euch jetzt auch mal einen Einsternkampf hier, denn der Tom bei uns ist ja ein RH10 und auch noch nicht so super hoch, also Helden, da geht ja noch ein bisschen was. Aber ich denke mal, er ist dort auf dem guten Weg, also ist schon ein sehr, sehr stabiler Spieler hier bei uns geworden. Und ja, wie gesagt, es gibt so den einen oder anderen, den haben wir natürlich bei TV1 ins Auge gefasst, aber ich will hier auch keinen abwerben. Ja, das wäre auch doof, das wäre auch unfair gegenüber dem TW2-Clan hier, die nämlich nach wie vor ja, auf dem echt super Weg hier zu Clan Level 5 sind und das freut mich, dass der Laden hier pickepacke voll ist. Alle nach wie vor gut dabei. Gibt ein paar, die sind im Urlaub, die sagen das dann auch an, Mensch, nehmt mich mal 7, 8, 10 Tage nicht mit, weil ich bin mal ein bisschen weg. Unter Umständen guckt man dann,
nur mal kurz ins Spiel rein, aber so richtig zum CK reicht dann womöglich das Internet nicht, oder man hat natürlich jetzt nicht unbedingt im Ausland seine Flat, oder es ist einfach zu teuer. Das kommt ja noch dazu gerade. Ich weiß gar nicht, aber die Roaming-Gebühren, zumindest in Europa, glaube ich, sind sie ja abgeschafft. Das heißt also, wenn man dann mobil irgendwo online geht, dann ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so teuer. Das heißt, es betrifft, glaube ich, auch nur Telefon. Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Mein Handy ist dann auch nur Mittel zum Zweck. Das muss telefonieren und nicht Clash of Clans. Aber eigentlich ein schöner Angriff hier. Schade auch. Aber es ist immerhin ein Stern gewesen. Vielleicht er hat jetzt noch ein paar Walküren hier im Backend, aber hat nicht weit genug, glaube ich, geklärt. Ah doch, es war weit genug geklärt. Und ah, okay, die verpassen den Sprung da. Auch das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade an der Stelle, dass sie den Sprung da verpassen. Und gehen jetzt aber trotzdem erstmal auf die beiden Tesla und natürlich auf die kleine Skelly-Falle hier noch. Das zieht solche Truppen natürlich Richtung Rathaus. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass das ein guter Angriff war hier. War ein Stern auf die erste Base, also kein Beinbruch. Der Gegner hat irgendwann aufgegeben, hat dann wohl das Einsehen gehabt, dass die Truppe hier zu stark ist für ihn. Und deswegen wurde hier, denke ich mal, verdient gewonnen. Wir gucken mal einmal in die Statistiken rein. 22 Dreier auf unserer Seite. Das ist schon richtig, richtig stark. Der Clan hier hat jetzt auch aktuell wieder ein CK. Passt natürlich richtig gut hier. Wir, Clan Level 4, 18 Siege, 2er Winstrike. Unser Gegner ist nur ein RH10, Level 10 Clan mit nur 230 Siegen. Also haben wir eine Tasche. Nee, mal gucken. Ein bisschen sind die Kollegen leicht überlegen. Also sie haben 3 Zehner, so habe ich das gesehen hier. Wir gucken mal, ob das auch ein echter Zehner ist hier. Da haben wir natürlich leichte Probleme. Aber das sind 9 Halber hier. Und das ist was für unsere Leute mit ihrer Miner Gang. Ja, schönes Ding hier. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ich auch mal wieder ein bisschen was mit meiner Facecam mache. In, ja, vielleicht doch Vorbereitung zum Wochenende. Mal gucken. So ganz genau kann ich mich da noch nicht festlegen für heute Abend. Und also für Samstagabend, ich sage immer heute Abend, heute, ich nehme das am Freitag auf, ihr seht das am Samstag erst, und beziehungsweise heute ist erst Donnerstag, also ich produziere ein bisschen vor, anders geht's nicht, und deswegen bleibt einfach bei mir dran und seid einfach im Stream dabei, Samstag, Sonntag, ich kann es noch nicht genau sagen, irgendein Tag wird sicherlich werden, denn einige ja, verlassen sich schon so ein bisschen darauf, und dann freue ich mich auch auf euch. Bis dahin, euer Toto. Clash.